Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Yo Leute, diese Folge wird wahrscheinlich jetzt etwas später kommen, denn heute ist der 18. November und heute sollte ja eigentlich das Update kommen von Isaac. Und ich wollte gerne in unsere neue Motto-Woche, nämlich Catch Me If You Can mit Tainted Esau, und Tainted Jacob, mit dem neuen Update starten. Aber ich habe jetzt erfahren, das Update wird wahrscheinlich erst bei uns heute Nacht um 2 bis 5 Uhr morgens irgendwann auftauchen. Dementsprechend sitze ich jetzt hier und es ist mittlerweile 15 Uhr. Und ich werde jetzt einfach schnell irgendeinen Run aufnehmen, damit wir heute noch was haben. Heute ist Montag. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir mal wieder einen meiner Lieblingscharaktere spielen sollten, mit dem wir noch nicht allzu viel gemacht haben. Tainted Isaac, ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also gehen wir rein. 8 Items plus ein Active Item und damit müssen wir irgendwas schaffen. Und alle Runs, die ich bis jetzt mit ihm hatte, nicht nur hier, sondern auch auf der PlayStation und OpenStreamFile, waren alle total broken. So, und ja, mal gucken. Ich würde nämlich heute einfach mal in die Chest gehen und vielleicht sogar den Schlüssel zu Megasatan mitnehmen. Denn Megasatan müssen wir noch machen. Chest müssen wir noch machen. Dark Room müssen wir noch machen. Also wir müssen eigentlich ganz viel noch machen. Wir haben bis jetzt nur Beast, Hush, Delirium. Ja, den Run sind wir halt gegangen. Ne? So machen wir das. Das Eternal Heart hole ich natürlich gleich. Ne? Sonst verliere ich das nämlich sofort. Ich kenne mich da. Und dann haben wir schon mal ein HP ab. Mhm. Ja, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Aber ich habe jetzt hier die ganze Zeit gewartet, dass dieses scheiß Update endlich kommt. Und ja, es wird nicht kommen. Also, beziehungsweise für uns tatsächlich gar nicht am 18., sondern am 19. schon. Also Dienstag. Morgens dann halt, ne? Irgendwann zwischen 2 und 5 Uhr morgens wird es dann auftauchen. Ist schade. Habe ich mich sehr drauf gefreut. Noch ein HP. Will ich das? Ja. Nein, warte mal. Oh Gott, das wechselt doch. Ich Idiot. Aber umso besser. Umso besser. Denn, haben wir nämlich jetzt ein Active Item. Und ich kann... Ja, ich kann jetzt einfach den hier machen, hab das HP ab sofort. Und vielleicht wird da noch eine Battery. Dann haben wir nämlich noch ein HP ab beim Runtergehen. Mhm. Ja, und ich habe irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, merke ich schon wieder, ich werde schon wieder krank, ey. Ich habe schon wieder Hals und alles, ey. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Oh, nice. Oh, nicer. Hoho. Black Market, ey. Was geht hier ab? Oh mein Gott, es ist Birthright. Yo. Birthright macht doch, dass er 4 Passives mehr tragen kann, ne? Ja, dann traden wir gleich das HP ab. Boom. Ja, und jetzt ist das hier der beste Run, den Isaac je gesehen hat. Die Blue Map möchte ich auch gerne haben. Ja, wir gamblen jetzt, aber naja. Was ist das? Pheromones. Gut. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Die Map und der Kompass und so auch ganz nice, aber... Ich habe gerade überlegt, dieses Battery-Item zu nehmen für die HP-Ups da, aber lassen wir es erstmal. Lass mal erstmal überleben. Ja, gestern haben wir gestreamt. Ich habe nämlich gestern on Stream, und damn, der Stream ging 6,5 Stunden, das habe ich überhaupt nicht gemerkt, habe ich mit meinem neuen Zeichentablet meinen YouTube-Banner neu gemacht. Ja, mit euch zusammen. Und ja, da habe ich jetzt statt einfach nur einen blöden blauen Streifen... Oh mein Gott, ist das alles lucky, was hier passiert, oder was? Statt einem blöden blauen Streifen haben wir da jetzt tatsächlich ein wunderschönes, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe es gemalt, deswegen darf ich es nicht zu sehr so loben, weil das stinkt und so. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Es ist ein neues Banner. Selbst gemalt. Und zu Isaac passend. Ja, freue ich mich sehr drauf. Und solche Zeichenstreams, da habe ich schon Bock, die nächste Zeit häufiger mal zu machen. Weil das hat schon echt sehr viel Spaß gemacht. Finde ich. Ne? Ich hoffe, euch auch. Ja, wie dem auch sei, wir machen jetzt Famine kaputt und gehen dann auf unseren nächsten Floor. Mit sogar noch einem weiteren HP ab. Von daher ist doch alles wunderbar. Alles gut gelaufen. Rein theoretisch könnte ich jetzt sogar noch eins, ne? Ich könnte noch ein HP am Black Market abgeben für... Was weiß ich wofür. Aber... Ja, weiß ich nicht. Billig ist. Also wir würden ja dann doch tatsächlich wieder auf Angel Deals gehen. Ihr könnt es wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr hören, aber irgendwie gehe ich immer auf Angel Deals. Aber wenn wir zu Megasatan wollen, dann sollten wir das tun. Für die schönen, knackigen Key Pieces. Die ja so köstlich daher schwirren. Oh, schon wieder fast einfach genommen. Ich glaube, ich möchte das... Möchte ich das Booster Pack haben? Ja.
Ace of Hearts, Two of Hearts, Two of Spades, Worldo und Muno. Dann nehme ich einmal Two of Spades, haben wir schon mal zwei Schlüssel. Dann würde ich, ja, ich glaube, die Mutkarten, dann sparen wir uns halt eine Bombe. Auch wenn wir wissen, wo der Secret Room ist. Aber ich habe aktuell keine Bombe. Deswegen sparen wir uns schon mal eine und können in den Secret Room rein. Die World Map brauchen wir auf dem zweiten Floor nicht. Sind wir mal ehrlich, ey. Sind wir mal ehrlich. Weiter geht's. Jawohl. Alright, dann gehen wir hier rein. Und Moonen raus. Ja, super. Warte mal. Ja. Yeah. Oh, vergiss es. Das ist bitte nie passiert, okay? Naja. So. Ah, ich bin gespannt, was wir heute wieder Schönes kriegen, ey. Weil die Angel Deals, die werden dann ja auch zwischen zwei Items hin und her scrollen. Also da dann sowas zu finden wie Sacred Heart oder Godhead, ist dann halt einfach noch ein bisschen wahrscheinlicher. Ne? Und das mögen wir. Wir mögen wahrscheinlich. Oh Gott. Mir ist letztens aufgefallen, man braucht die gar nicht bekämpfen, ne? Die sterben nach einer Zeit einfach, weil die verbrennen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Bam, bam, bam. Also davor noch nie in den anderen 10 Jahren, die ich das Spiel schon spiele. Aber ich glaube, unsere Chancen auf den Devil hier sind ganz gut. Ich überlege auch tatsächlich, unser Item zu skippen für ein Planetarium. Weil dann haben wir auch eins von zwei Planetarium-Items. So, Saturnus wäre zum Beispiel ganz geil. Goldene Pille, alles klar, auf geht's, ey. Friends till the end, Shotspeed down, Retrovision, Bad Trip, Found Pills, Shotspeed down, boom, boom, boom. Und das war's, geil. Alles kacke. Aber naja. Schon okay. Ja, ne, will ich jetzt halt in den Item Room, will ich das Planetarium. Weil ein Item Room, oh Gott, sind die schnell. Item Room kann halt sowas wie Polyphemus drin haben. Ne, oder C-Section oder whatever. Und die Planetarien, die, ja, ich weiß ja nicht, ne. Also da sind Items drin, die halt nicht so geil sind wie zum Beispiel ein Polyphemus. Andererseits kann da aber halt hier auch der größte Trash drin sein, ne. Ja, wir versuchen es kaum, scheiß drauf. Fast Bombs und Decap Attack. Okay, es war total Schmutz. Naja. Gut, dann nehmen wir die Bomben. Ja. Schön reingegammelt und alles verloren. Aber so ist es. Ba, 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 ba. Zumindest kommen wir jetzt auch easy in unseren Super Secret Room rein. Wir wissen ja, wo er ist. Und das wird eine ganz wilde Erfahrung, ey. A wild experience. Ba, 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 ba. Haha, erwischt. Du mieses Schwein. 1 Euro noch, bitte. Da kommt bestimmt 1 Euro raus, oder? Range up, ey. Eine positive Pille. Es ist ja der Wahnsinn. Egal, ich guck dann trotzdem mal hier rein. Oh ja, doch, das hätte ich schon gerne. Das hätte ich schon sehr gerne. Andererseits ist, ja, nee, doch. Also so eine Piggybank für 7 Euro ist halt auch nicht allzu kacke. Aber ich glaube, Card Reading würde ich schon gerne haben. Ups, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen schönen Euro finden. Aber wir haben ja noch ein paar Rooms. Da, 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 da. Ja, Card Reading haben wir auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ne? Ja, übrigens, vergesst nicht, ne, wenn das Update kommt, bevor es kommt, sichert eure Save-Files, ey. Sichert eure Save-Files, uninstallt die Mods, bevor irgendwas noch corrupted wird oder so. Was ist hier los? Das ist der schlimmste Raum, den es auf der Welt je gegeben hat. Ne, also, das kann einem wieder alles zerschießen. Kann, muss nicht, kann. Deswegen, einfach vorher die Save-Files irgendwo hin kopieren. Auf dem Desktop oder so. Scheißegal. Hauptsache, sie sind safe. Ich sag das jetzt und vergesse es selber. Ich weiß es ganz genau. Wupp. 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 So. Ja, einige Mods werden wahrscheinlich immer noch genauso funktionieren. Andere Mods werden mit Sicherheit angepasst werden müssen vorher. Aber naja. Da gehe ich noch rein. Bumm.
Bumm. Schön viel Kohle, das ist gut, das ist gut. Jetzt können wir uns sogar Piggy Bank und Card Reading leisten. Das ist eigentlich ganz cool. Auch wenn Piggy Bank jetzt nicht so worth ist, sag ich mal. Mach ich's oder mach ich's nicht? Ich meine, noch haben wir genug. Ja, wir haben noch genug, ne? Und schön nochmal hier was für Mutti rein. Und weiter geht's. Auf zum Baus. Dingel. Dengel, Dangel, Dongel. Ich mach hier mit Bomben. Das muss schneller gehen. Ich bin super schwach aktuell. Ja, geil. Hat gut funktioniert mit der Bombe. So. Satanus und wir sagen nein. Oh mein Gott, Screw ist halt geil für Shotspeed, hier Tears Up. Und Shotspeed natürlich, aber Jesus Juice ist ein 0,5 Damage Up immerhin. Oh, das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Ich glaube, ich gehe für Tears Up. Ich gehe auf Tears Up, ja. Ja, so machen wir das. Bam, badalam. So, Item Room oder direkt zum Boss. Ich würde gerne, glaube ich, lieber in den Item Room gehen. Was ist das denn da für eine Frechheit mit dem Super Secret Room? Der ist hinterm Cursed Room, ey. Erstmal in den Item Room rein. Okay, das ist schon mal gut. Stigmata ist ein Take. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Damage. Ah. Und Tears Up dazu halt ist sehr, sehr schön. Ach, das ist gar nicht der Super Secret Room. Das ist der normale Secret Room. Okay. Wollte schon sagen. Selber gemein. So. Ein Oi. Ich gehe nochmal hier rein, Luschan. Nee, danke. Da, 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 bumm. Alright, noch ein Fünfer. Gut, gut. Ja, mit einer Bombe extra könnten wir uns sogar noch in unseren Curse Room reinsprengen. Ich würde jetzt aber gerne schnell zum Boss, damit ich nicht meinen Soulheart verliere. Weil ich hab richtig Bock auf Angelo. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist gut. Und was geht hier? Die Broken Watch. Ja. Sehe ich. Habe ich auch Lust drauf. Yeah. Okay, wir gehen hier rein. Das war richtig knapp. Weiß nicht, warum ich so schnell losgelaufen bin. Ja. Gut viel Kohle. Ich hole mir die Broken Watch. Ja, das mache ich. Und heile mich auf den Weg. Obwohl ein Unsable halt auch gut wäre, ne? Aber ich glaube, ich habe Bock auf die Watch. Ich habe schon echt Bock auf die Watch gerade. So ein paar Rooms in Zeitlupe, das fühle ich. Und dann gehe ich hier nochmal ein bisschen deeper rein. Oh mein Gott, ja. Ja. Aua. Was? Ach so. Oh mein Gott. Weil das ein Secret Room Item ist. Oh mein Gott, ja. Aber ich nehme das HP. Bei Wavy Cap ist das schon ein bisschen shitty. Okay. Vier von denen. Die Gebrüder Slim, ey. Ja, die können einen ganz schön schnell in die Ecke drängen. Ich muss aufpassen. Jetzt mal einen wegfokussen, bitte. Oh, ja, jetzt haben sie es geschafft. Nein, haben sie nicht. Boah, ich freue mich schon so aufs Update, ey. Leute, ich bin richtig hyped. Dann werden wir auch schön Co-op Run streamen und so. Ja, das wird so geil. Ba, 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 ba. Da ist doch Angelo, mein Lieblingsfreund. Oh, warte mal. 0,7 Binky ist viel besser als Wirecode-Hänger, oder? 0,75 Tears Up. Das macht nur 0,7 Tears Up. Dann hat man aber hier noch Size Down und Soulheart dazu. Ist mir nie aufgefallen, wie viel krasser das ist. Ich habe keine Bombe, weil ich so ein Scheißtyp bin, wirklich. Kacke. Ich habe meine Bombe vergessen. Nee. Ah, egal. Ich nehme das. Und, ja, dann gehen wir, glaube ich, nochmal in den Curse Room rein. Oder, nee, komm, lassen wir, oder? War noch irgendwas Cooles im Shop?
Irgendwas Interessantes? Eine Bombe. Hm? Ja, ich nehme die mal mit. Oh Gott. Bitte sei noch da, Angelo. Wenn der jetzt noch auf ist, ich bin der Glücklichste. Hm. Na gut, dann nicht. Alright. Direkt zum Baus. Secret Room wäre ganz gut, glaube ich, weil wir Curse of the Kackwurst haben. Hm. Ja, ich gehe in die Secret Room, sonst würde ich den niemals finden. Gut. Naja, ne? So, und jetzt so ein 16er Angelo? Mhm. Ja, ja. Fast 17 sogar. Big, big, big. Ah, ich mach's. Oh, ja, ja, ja. Mhm. Ermit, wir kommen hier sogar for free raus. Also rein da. Schön rein da. Gib mir, was ich will. Gib mir... Hof Babylon würde ich nehmen. Oh mein Gott. Nein, nur Life, Sir. Aber, dann sind alle meine Herzies weg. Ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich brauche keine 9 Lives. Aber Missing Page ist jetzt auch nicht so geil, ne? Es ist halt auch ein Guppy-Item. Aber ich habe so viele Red Hearts momentan. Die sind dann alle weg. Andererseits kann ich mir ja auch mit Prayer Card die Easy wiederholen, ne? Ja, komm. Na komm. Bis jetzt sind wir auch in jedem Tainted Isaac Run. Isaac geworden. Guppy geworden. Hier, talking about... Das hier, wollte ich gerade sagen. Also, bumm. Den nehmen wir noch. Und ich hole mir Mama Mega. Oh, ich wollte eigentlich ungerne meine Maschine da schon wieder sprengen, ne? Aber ich will die Prayer Card auch haben. Naja, egal. Egal, Mann. Jetzt wird das hier zumindest ein relativ easy Floor. Restock. Habe ich überlegt, aber ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich es gerade nicht. Range up. Danke. Number one. Number one ist ein... Ah, ja, ja, jetzt geht's natürlich los. Dann tauschen wir natürlich unser Card-Item, weil das brauchen wir nicht mehr. Als nächstes können wir die Fast-Bombs traden, weil... Scheiß drauf. Die Bomben davon haben wir bekommen. Und... und... Ja, ob wir die Bomben jetzt schnell legen können oder nicht, ist mir eigentlich relativ Bombe, ey. Das war der Secret Room, in dem wir schon waren. Gib mir einen Magic Mush oder so. Ist das eine Tiersapille vielleicht? Pheromones, nein. Bratz. Achso, hier, das Item nehmen, genau. Golden Keys, auch sehr nice. Bam, bam. Hierophant? Nee. Hä? Hierophant? Bin ich dumm? Karte, ich hab da oben nur gelesen. Hierophant-Pille, wer kennt sie nicht, ey? Geil. So, hier nochmal rein luschern. Nix. Dann gehen wir rechts. Das war asozial. Der Mushroom hat mich rausgefurzt. Aber naja. Oh, wie schön wäre doch jetzt ein Angelo. Wir haben ja auch eine Bombe, ne? Dieses Mal. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja Mama Mega auch. Unten waren wir. Waren wir links schon? Nee. Bomb. Soul of Lilith, Watch Me, Bob's Brain. Oh, Smartfly, auch gut, auch gut. Ich gehe... Warte mal, hier haben wir 9 Lives uns geholt, oder? War das auf dem Floor? Ja. Na, ja? Ja, ne? Ja, ja, und dann sind wir rausgehermitet und haben Mama Mia gekauft. Ja, 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 ja. Dann jetzt nach unten. Genau. Geh? Nee, nicht. Hm? Dann doch links. Muss ja dann links sein. Und dann gibt es da bestimmt einen weiteren Weg, den ich noch nicht gesehen habe. Ba, 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 bo. Ja, wir sind in den Item Room gegangen und dann wahrscheinlich einfach... Ach nee, hier ist der Shop. Und dann sind wir zurückgegangen statt runter, ne? So war das. Weil wir geportet sind und nicht wussten, woher wir kamen. Genau, genau. Alles macht Sinn. Ey. Warte mal, mit dem Bonehack kriege ich doch viel leichter jetzt Red Heart Damage, oder? Ich glaube, das war total dämlich, was ich gemacht habe. Egal. Jetzt sind wir wieder safe. Blup. Alright, El Bauso, komm hierher. Oh, Bighorn. Wartet.
20er Angelo, bitte! Do it! Bitte. Negativ. Gut, dann nehmen wir das HP ab. Und Tears ab. Und Shot Speed Down, whatever, ey. Und als nächstes können wir wegschmeißen. Ja, was eigentlich, ne? Ja, gucken wir dann, wenn wir da sind. Wir gehen erstmal weiter. Jawohl. Ich bezweifle langsam, dass wir die Schlüssel zusammenkriegen. Aber wenn es so ist, ist es so. Secret Room oder Boss direkt? Warte, ist das hier Mom? Nee. Gehen wir direkt zum Boss. Ja. Oh yeah. Ein kleiner Double. Yo, wie schnell hat der denn geschossen, ey? Aha. Warte, das war gar nicht Number One. Das war gar nicht Number One. Ich farbenblindes Wesen. Das ist doch grün. Das sind doch die Bugger. Bin ich blöd? Das checke ich jetzt erst. Es tut mir leid. Aber ja, geil. Hier nehme ich einfach... Nehme ich das HP? Oder Speed Up? Ich glaube, ich nehme Speed Up. Und... Das HP kann ich ja wieder zurückpacken. Ist ja egal. Range Up nehme ich. Und wir haben leider wieder keinen Angel bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich entweder... Oh mein Gott! Entweder ist das Arschloch-mäßig hier, was hier passiert. Wir müssen jetzt entweder den Sacrifice Room spielen oder halt richtig lucky sein noch. Blanket, ich weiß ja nicht. Nee, komm. Die Bombe aber. Und das da. Oh, Reverse Temperance. 5 Pills. Gönnung, ey. Okay, diesmal waren sie zumindest nicht allzu kacke. Und eine Suncard, auch gut. Den nehme ich auch noch. So. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Was ist los mit mir? Es tut mir so leid. Ich glaube, mein Kopf funktioniert nicht, weil ich Kopfschmerzen wie Sau habe, ey. Ich sag's euch, ich werd krank. Hilfe! Easy. Aber egal, wir können auf jeden Fall den Self-Sacrifice Room easy spielen, weil wir eine Suncard haben. Und da ist er auch schon. Und dann holen wir uns halt da die Angelos. Ne? Dann machen wir das halt so. Oh mein Gott. Ich habe mich für die Fliege gehalten gerade. Jetzt schon. Ja, machen wir mal. Und dann gehe ich erst weiter. Machen Sie das nicht. Unterlassen Sie das. Da. Dab. Ja, ich denke die ganze Zeit, ich bin die Fliege. Warum denke ich das? Das ist eine richtig heftige optische Täuschung. Oh. Aktuell ist das alles sehr unsauber, was hier passiert, aber ist ja auch egal. Den Deal haben wir, also die Chance auf den Deal hatten wir schon. Und wir haben nicht bekommen, ne? Nein, geh doch weg! Oh, du Miesling, ey. Alright. Ja, wir brauchen noch so ein paar Banger-Items, ne? So ein C-Section zum Beispiel. Ja. Oh! Und wir haben echt viele Bomben. Echt viel Geld. What? Negativ. Negativ. Ja. Die 20? Meh. Komm. Ja. PhD? Okay. PhD gut, oder? Ein noch. Gegen was tauschen wir PhD, frage ich mich. Ich glaube, Geld wird langsam irrelevanter. Ich glaube, Geld können wir langsam mal wegmachen hier, oder? Achso, da war noch eine Pille, klar. Hä? Ich hab's nicht gesehen. What? Wahrscheinlich ist eine Spinne auf meinen Kopf gelandet, ne? Nee. Hematemesis. Oh, auch gut. Auch gut für den Selfie-Sacri. Dann, ich hole mir noch einen Charge. Dann haben wir nämlich noch ein HP ab. Und dann können wir loslegen beim Sacrifice Room.
Und Soul Hearts. Okay, ich glaube, die nehme ich auch hinterher. Also nicht vergessen. So. Nun geht das los hier. Jetzt holen wir nämlich noch Godheart. Oder Sacred Heart würde ich auch nehmen. Wäre in Ordnung. Und hier liegen sogar Herzen drin. Ist das nett oder was? Dafür hätte ich jetzt auch tatsächlich die Piggy Bank noch behalten können. Aber naja, egal. Bumm. 3 Coins. Bumm. Und Teleport zu Angelo. Warte, dann heile ich mich vorher nochmal. Weil ich müsste dann ja wahrscheinlich auch kämpfen, ihr miesen Schweine. Ah. Dann Angel Room Item. Come on. Ah. Dann die Troll Bombs halt, meinetwegen, ey. Das war knapp. Dann Uriel. Sogar mit der Fliege, weil wir schon Damage bekommen haben hier im Raum. Also alles Wunderbärchen. So, und jetzt Gabriel. Okay, guck mal, die tauschen gar nicht. Interessant. Aber gut, das wollen wir ja eh haben. Jetzt 7 Soul Hearts bitte. Oder ewig viel Geld, auch gut. Und jetzt kommt Gabriel. Babom. Das ist halt die etwas größere Bitch von den beiden. Aber wir haben halt auch ewig viele Bomben. Wir werden den schon machen, ne? Da, 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 da. Bomben, easy life. Und wir können zum Megastand. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich herrlich. Gut, dann brauchen wir gar nicht hier Suncard und sowas alles machen. Das ging ja super easy klar. Ba, 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 ba. Bumm, bumm. Und auf zum nächsten Floor, der dann ja schon Mama ist. Aber ist in Ordnung. Bosswash haben wir halt ganz knapp verpasst. Um so 10 Minuten, wenn wir da angekommen sind. Aber egal. Bei Bosswash wäre auch nochmal interessant gewesen. Ne? Das wären dann ja im Endeffekt 8 Items, aus denen wir uns eines aussuchen könnten. Ich war noch nicht im Item Room. Oh nee. Oh nee. Oh boy, falscher Weg. Aber da können wir noch mal in die Curse Room rein, warum nicht? Oh, Guppy? Ich habe ja schon ein Guppy-Item. Hä? Nee. Aber, oh mein Gott. Holy balls. Jetzt haben wir auf jeden Fall ausgesorgt, ey. Sheesh. Gut. So, was wird es sein? Was wird es sein? C-Section? Hatten wir ja schon so lange nicht mehr. Kappa. Aber ich hätte auch mal Bock wieder so auf irgendwelche... wie heißt das? Jacob's Ladder oder so. Ein bisschen... Oh, ich bin da reingesteppt. Book of Sin und die blöde Bohne. Ich nehme mal Book of Sin, drop mir ein... Und weg hier. Gut, das hat sich nicht gelohnt. Pheromones. Wir haben ja unendlich Bomben. Ha. Oh, der noch einen Charge holen hier, ne? Yeah. Wow. Easy. Gut. Das nehme ich auch. Gut, gut, gut. Nee, läuft doch. Ich bin doch zufrieden. Gut. Oh. Ach nee, das hatten wir ja hingelegt, ne? Klar. Natürlich. Gut. Auf zu Mamas Fuß. So, zum Boss sollten wir nicht. Also gehen wir in den Secret Room. Der ist genau hier unter uns. Klasse. Und auf. Die Filigree Feather wäre jetzt noch richtig Deluxe, ne? Die wäre richtig, richtig geil. Weil dann könnten wir die Angel immer noch sprengen und würden halt irgendwelche Items bekommen. Die dann ja auch nochmal zwischen zwei hin und her switchen. Oh! Da-dum, da-da-da-dum.
Aber wir sind relativ stark. Also es geht klar. Wir sind nicht schwach, definitiv nicht. Ich würde das, glaube ich, nochmal machen. Ja, ich mach das. Für so ein schönes Angel-Item, ey. Ja, da sehe ich mich. Komm, wir machen es jetzt einfach. Was soll's? Was soll der Guides? Oder wert? Angel Moon Chance increase, komm. Boom. Jawohl. 4%, super. Random Chest, genau. Hmm. 90% Angelo, sehr, sehr gut. Und jetzt porte mich dahin, ey. Shit. Ich verliere mein HP ab, wenn ich das jetzt mache. Aber egal. Doch nicht. Okay, nix bekommen. Gar nix. Absolut nischt. Naja. So. Oh yeah, die Mucke. Oh, da haben wir das HP ab. Sehr schön. Heftig. So. Curse Room. Ich weiß nicht, ob ich mein Soul Heart wasten möchte. Weil ich würde schon sehr, sehr gerne in den Deal rein. Weil 90%, ich glaube, den kriegen wir schon, ne? Das, also, oder? Weil wir hatten schon mal einen 1%-Deal. Dementsprechend kann es natürlich auch 1% Chance sein, dass es nicht klappt. Whoop. Gut. Wo geht's denn hier lang? Da! Ba, 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 ba. Ja, so ein saftiges Secret Room Item wäre auch noch echt sweet. Ich würde es sehr fühlen. Und wenn ich meine meine Full Karte bekomme, dann mache ich auch direkt erstmal Marm. Aber ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich meinen HP verliere und dann den Deal damit, ne? Andererseits muss Marms Fuß mich auch nur einmal treffen und dann war's das. Was ist das? Death. Meh. Ich hatte auf Hierophant oder so gehofft. Aber da ist auch locker ein Soul halt jetzt drin für mich, oder? Nein, da wird sowas von Greed drin sein. Da wird sowas von Greed drin sein. Ich sag's euch. Oh, wie dumm ich bin. Blub. Oh, nicht? Sheesh. Gut, wir können sogar rerollen. Bogo-Bombs, nee. Black Candle würde mir und so, ne? Würde machen. Was gebe ich dafür her? Also, ich habe so das Gefühl, Blue Map und Card Reading muss nicht gleichzeitig sein. Ich glaube, ich gebe die Blue Map langsam weg, weil wir haben auch super viele Bomben, um es halt einfach zu testen. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und dann rollen wir weiter. Mystery Gift. Mutter. Es passieren Dinge. Oh, voll daneben. Wieso denke ich mir, ich bin die Fliege? Okay, wir haben PhD. Speed up. Sweet. 48 Hour Energy. Ja, können wir gleich machen. Tears up. Sweet, sweet, sweet. Health up. Auch okay. Kann ich mit leben. Pheromones. Irrelevant. Und boom. Original einfach den Poop dahingelegt. Ich fasse es ja wohl nicht. Na gut, dann nehmen wir natürlich den Skeleton Key. Haben 99 Schlüssel. Und, ja. Cool. Ah, hier, Soul Heart. Fast übersehen. Jetzt fühle ich mich doch schon sicherer. Hive Mind. Warum? Nee, brauchen wir gerade nicht. Glowing Hourglass. Nee, nein. More Options ist jetzt auch irrelevant geworden. Oh, ich hätte natürlich noch gucken können, ob wir Car Battery bekommen, damit wir das Mystery Gift zweimal benutzen hätten können. Soll ich Red Stew holen? Ach nee, kann ich ja gar nicht. Ich habe gar kein Geld mehr. Egal. Blup. Und weg hier. So, die Full Card haben wir.
Item Room vielleicht noch. Was will ich mit der Full Card überhaupt? Sacrifice Room haben wir ja schon gespielt, ne? Braucht die Full Card eigentlich gar nicht. Wow! Ich habe keine Ahnung, wie ich bis jetzt noch nicht hier getroffen wurde. Es ist ja der absolute Wahnsinn. Lass mal noch kleiner werden, damit ich mich überhaupt gar nicht mehr sehen kann irgendwann. Und 1 Euro. Item Room bestimmt oben rechts, ne? Ne, hier ist er. Ich beschwer dich mehr, Poppeln. Oh yeah. Book of Secrets ist das zweite Buch immerhin. Dann sind wir jetzt schon... Ach, zählt das überhaupt? Ja, doch, zählt, ne? Für Bookworm? Da muss man die Bücher nur einmal angefasst haben. Da oben wäre noch Mini-Boss. Da könnte vielleicht Shoop der Whoop für uns droppen, was dann halt in was anderes reroad. Probier ich mal. Dat. Gut. Will ich in den Curse Room eigentlich schon? Okay, leider nein. Kein Schubidi-Wubidi. Hoppala. Oh, ist das eine Frechheit oder was? Naja. Alright, dann gehen wir mal schön jetzt Mutti wegmachen, ne? 35 Minuten. Holy balls. Naja. Egal. So, jetzt wird es sowas von 90er Angelo geben. Big, big, big. Isaac! Ist das Red Mom? Ist Red Mom, ne? Toll. Ey. Zumindest bin ich halt sauschnell. Ich habe guten Momentum. Kann einfach loslaufen, sobald ich den Schatten sehe. Ey. Und die Fliege hat das gerade, hat die, das Projektil da gerade geblockt. Ich wusste nicht, dass sie das kann. Ey. Sacred Heart, ey, das wäre... Also Sacred Heart hatten wir tatsächlich schon länger nicht mehr, ne? Also Godhead hatten wir häufiger in letzter Zeit. Aber Sacred Heart halt. Ei, ei, ei. Ich... Was? 90% Angelo Merte himself. 10% der Typ. Und wir kriegen den, oder was? Ich finde, das ist schon ziemlich... Das ist schon eine heftige Frechheit eigentlich auch. Soll ich trotzdem reingehen? Ich weiß halt nicht, ob wir auf dem nächsten Floor dann wieder 90 zu 10 haben. Und wenn ich jetzt reingehe, würden wir das halt wieder versauen auf 50-50 oder sowas. Andererseits können dann natürlich jetzt auch geile Devil-Deal-Items kommen, ne? Komm, wir gehen rein, scheiß drauf. Hätte nicht reingehen sollen. 48 Hour Energy. Ich will jetzt nicht zu viele rote Herzen da oben haben. Aber Dry Baby nehme ich noch mit. Sun-Karte. Ja, komm, nehmen wir die Sun wieder mit. So, Satan, du bist Mods. Invested? Super. Super duper. Weiter. So, Keypiece haben wir. Polaroid haben wir. Wir haben alles, was wir brauchen. Oder? Ja. Oh, ich dachte, ich habe das Polaroid gerade nicht gesehen. Ich dachte, ich habe es nicht genommen, ey. Oh. Da ist er doch. Brut. Da, 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 wow, 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 wow. Hey. Hey. Hoho, El Dojo. Oha. Ja, toll, na klar, natürlich. Ja, komm, Speed up, rein da, ey. Boom. Also ich würde gerne hier auch noch einen Self-Sacrifice-Room finden, weil dann können wir nochmal sunnen. Ja, wir haben jetzt nur noch eine 27er-Chance auf Angelo, ey.
Schade. Aber vielleicht haben wir Glück. Hi. Mach das nicht, mach das nicht. Was ist das für ein Scheißraum hier? Hallo. Ich würde am liebsten die Suncard gerade benutzen, ne? Aber... Ha? Die überfordert mich doch alle so sehr immer. Okay. Wo? Wer? Du. Ha! Plack, plack. Ich glaube, das mache ich. Hier könnten schöne Items drin sein. Oh, könnten. Und dann ist auch noch alles geslowt. Ist das geil? Broken Watch, ey. Biggie Big Biggerson. Da da do ri da da dai dam dong dong ding. Oh, zwei Minibosse, natürlich. Sogar eine Champion-Version von dem hier. Gehen Sie bitte weg. Wheel of Fortune? Nee, dann nehme ich lieber die Sun. Ein Self-Sacrifice wäre schon echt schmackhaft. Das würde saften, ey. Aber so richtig. Meh? Für diese Turrets, ey. Ich krieg die einfach nicht. Die gehen in meinen Kopf nicht rein, ne? Was ist das denn? Oh mein Gott, die zerstören mich. Ich habe den Deal verloren. Alles ist kacke. Ja, egal. Egal, Mann. Ja, ja, ja. Das war so gemein hier, der Raum, wirklich. Ich gehe raus. Was soll's? Oh mein Gott, ein zweites Guffy-Item. Und sogar ein gutes, weil dann können wir in der Chest gleich nochmal ordentlich. Hätte ich schon Bock drauf. Aber ich glaube, ich versuch's mit Guppy, oder? Ich glaube, ich versuch's mit Guppy. Und ich gebe jetzt das hier dafür her, weil das brauchen wir nicht mehr. Ja. So. Wir haben ja die Suncard, ne? Also, uns kann nichts passieren. Wir sind safe. Oh mein Gott. Lala. Herzen? Oh. M80, dieses Tainted Maggie Godlike Ding, ey, wirklich. Nicht schon wieder! Keiner mag euch! Hilfe! Also wirklich, ohne Piercing-Shots sind die auch echt Pain einfach, ne? Mit Piercing schon eine ganz andere Nummer. Hä? Ich sehe da langsam nicht mehr durch. Gut. Wir haben ja die Blue Map nicht mehr, ne? Das heißt, ich kann jetzt auch mal wieder nach Secret Rooms suchen. Oh Gott. Hier konnte er aber, glaube ich, nicht sein. Doch schon. Auch so ein Ekelraum, wirklich. Using a key heals half a heart. Lass mal machen. Ich meine, Luck, ja, okay, aber ich glaube, durch Guppy's Tail kriegen wir schon genug Kisten gleich noch, oder? Also können wir uns halt healen, auch in der Chest. Ich habe langsam halt Angst, dass der Run einfach wirklich failt. Weil Banger-Items haben wir noch nicht gefunden. Aber wir hatten auch zwei Sacrifice-Rooms, haben wir Pech gehabt. Keine Items, kein Teleport. Wir haben bei 90% Angel-Deal, haben wir keinen Deal bekommen. Beziehungsweise halt den Satan-Deal und der war halt kacke. Ja. Aber Pech muss man halt auch mal haben, ne? Weil sonst ist Glück ja der Standard und das ist ja dann irgendwo dann auch kein Glück mehr. Wow, 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 wow. Beruhigen Sie sich. Da, da.
Ich bin dagegen gelatscht. Oh mein Gott, ich muss Suncard machen. Ich wäre sowas von gestorben. Oh, heftig. Alter. Wie die mich überfordern, wirklich. Da? Oder hier? Wieder diese Kackstelzen hier. Aufhören. Fünf Damage, ey, das ist halt echt nicht so geil. Also die Chest muss gleich richtig carryen, weil sonst wird das hier auch nichts mehr mit Mega-Satan, ne? Und warum ist der Secret Room nicht hier, also der Super Secret Room? Wahrscheinlich, weil er hier ist. Können wir uns noch gut genug heilen? Ich versuch mal. Ich versuch mal. Vielleicht explodiert er ja relativ quick. Oh mein Gott, yes. Yes, yes, yo. Nein! Oh, ich bin so ein... Naja, jetzt haben wir wenigstens Bomben, ne? Scheiße. Oh, nee. Fisty Misty. Ha! Oh mein Gott. Komm, neuner Angelo, ey, bitte. Ich finde, ich hab's verdient. Schade. Ja, dann nehmen wir doch sehr gerne den Panda. Was gebe ich weg? Also, es wäre halt super geil, wenn wir zu Mega-Satan gehen und die Broken Watch das alles slowt. Ich glaube, ich verzichte langsam auf PhD. Scheiß auf PhD. Der hat genug nicht geholfen. Und dann hole ich uns ein HP ab und wir gehen zu... Ja, zu Mutti halt weiter, ne? So machen wir das. Schön und saftig. Und rein. Nee, Schmutz. Gut, das war's dann mit dem Dingshard. Nehme ich noch mehr HP? Komm, scheiß drauf. When in Rome, ey. Dann rein da. So ein klassischer Maggie-Run einfach, ne? Nee, dafür sind wir zu schnell. Hallo. Was ist das denn hier? Wie schnell sind die denn? Und unsterblich sind sie auch? Boah, Alter. Wir gehen gucken. Schade. Ein Guppy-Item nur noch, ne? Und dann haben wir es wieder geschafft. Dann wären wir wieder Guppy. Mit Tainted Isaac. Das heißt ja eine 100% Guppy-Rate mit ihm. Hier mal, ne? 2. Hier. Bloop. Hang. Tainted Rock. Gar nix. Gar nix. Death nehme ich mit. Das nehme ich. Das nehme ich. Fast Full HP. Das passt doch. Wir brauchen noch ein paar Healing-Karten oder so. Noch eine schöne... Sun oder so? Ja, ja. Da würde ich mich sehen. Oder eine Full Health-Pille. Würde auch gehen. Aber wir haben kein PhD mehr. Und wir haben sie noch nicht gefunden. Oh nee. Hier, Bombe. Einfach mitten rein da. Einfach rein. Noch eine. Ihr Schmutzpiraten. Gut, dass der Raum geslowt ist. Ey. Ich glaube, das wäre richtig nervig geworden. Ich hätte einfach Death machen können, ne? Naja, egal. Egal, Mann. Wup, wup. Was war das da gerade für ein... War das ein... Challenge Room? Also Boss Challenge oder... Da war der Deal gone, da war der Deal gone. Also, ich hätte sehr, sehr gerne jetzt ein Sacrifice Room, weil ich würde super gerne zu Angelo. Ah, das ist ein Boss. Okay, nee, dann lass mal. Dann lass mal. Dafür brauchen wir halt ein einziges Herz nur und da habe ich gar keinen Bock drauf. Secret Room right here.
Health Down? Ich könnte so ein taktisches Health Down machen, ne? Um 2 Soul Hearts zu nehmen oder so. Ey, hier wird gedeft, ey. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Oh! Boah, Alter. Was ist denn hier los heute? Aber gut. Ah, passt schon. Wir haben genug Herzen hier rumliegen. Aber ja, Glanzleistung ist das heute nicht. Mm-mm. Nein, nein, nein. Das war, weil ich mich so sehr auf Tainted Jacob eingestellt habe, dass ich nichts anderes mehr hinkriege gerade. Auf jeden. Da mal gucken und hier auch. Aha. Was soll ich denn mit 3 Euro? Ich brauche... Sacred Heart wollte ich doch so gerne haben. Oh! Ist das mies und gemein hier, oder was? Kelleck. Ah, wieso dreht die auf einmal um? Achso, weil ich den Coop kaputt gemacht habe. Oh, so viele Herzen aber auch, ne? Richtig nice. Das Trinket haut rein. Ey, bis der aufmacht. Lass mal lieber, ey. Das lass mal lieber. Bumm. Ich brauche Items, Mama. Ich brauche Items. Und zwar gute. Am besten noch ein Gabby-Item. Man verliert die Transformation ja nicht, glaube ich. Ne? Also wenn ich einmal alle 3 Guppy-Items habe, dann kann ich die 3 Guppy-Items halt auch weiter, also wieder weggeben. Warte mal. Wir haben sau viele Herzen hier rumliegen, ne? Ich probiere es nochmal. Vielleicht kriegen wir noch ein geiles Secret-Room-Item. Also bei ihm hier auf jeden Fall, ne? Müsste eigentlich. Ja? Ah, fliegen. Fliegen können. Fliegen können, können fliegen. Ist das vielleicht besser als... Ja, besser als was, ey. Ich würde statt, hier, ich würde die Caffeine-Pill dafür geben. Ja. Ach, so viel Geld. So viel Geld. Ich brauche so viel Geld nicht. Ich brauche HP oder so. Gib mir noch ein Bloodbag. Schmutz. Naja, egal. Ich lasse es lieber. Jetzt können wir fliegen. Das ist auch schon sehr, sehr nice. Also keine Angst mehr vor Creep und so Bombs. Da unten gehe ich auf keinen Fall wieder rein. Da machen wir jetzt Mutti, ne? Also fast. Oh mein Gott. Die alle zusammen sind ja schon wie ein halber Hushfight hier. Ja. Und Herzen. Ohne Ende Herzen. Das ist so, so geil. Hatten wir noch ein Curse Room, weil da könnte ich nochmal gucken, bezüglich Guppy. Ja, wir waren auch schon drin, dann gab's da nichts. Okay, schade. Super Secret Room haben wir, Secret Room haben wir, ja gut, dann leider nicht, ne? Dann machen wir mal Mutti weg hier. Alright. Wir machen echt wenig Damage. Ja. Hi, Deck. Geh mir aus der Sonne, ey, ganz ehrlich. Das ist eine Frechheit, was du hier ablieferst gerade. Wir gehen in die Kathedrale. Mit Full HP. Komm, jetzt ein schönen Curse Room hier noch. Ah. Und vielleicht noch ein Self-Sacrifice-Room. Oh mein Gott, hört doch bitte auf damit. Ja. Oh, da explodiert. Ach ja, ich kann ja fliegen jetzt. Muss ich mich dran gewöhnen? Bum, bum. Aki? Passt. Passt. Ich spreche mal hier rein. Warum auch nicht? Kann ja auch reingehen einfach. Aber oh mein Gott, Guppy. Ha!
Man gebe mir Gappi. Ich mach's spannend. Moderationsschule und so. Mach nicht diesen. Wir sind super weak. Ich hab gar keinen Bock auf Mega-Satan so, ne? Holy. Da wird Isaac ja schon Pain, glaube ich. Oh, damn it. Alter, wieso sind wir so schwach? Das ist ja heftig. Und noch eine Runde mit euch. Ba, 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 ba. Ist das übel. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit gedacht, wir wären ein bisschen stärker als das hier. Das ist schon hart. Aber das wird noch. Und zwar jetzt mit Gappi. Und zwar jetzt mit Gappi. Naja, naja, naja. Bitte tut mir das nicht an. Bitte nicht. Sigurdjum ist auf jeden hier. Oh nein, er ist so schnell. Hilfe. Okay, er ist weg, er ist weg. Der ist ja super tanky auch, ne? Aber er ist, glaube ich, in die Bombe reingelatscht. Wenn Isaac gleich Speed up ist, dann haben wir ein großes Problem, glaube ich. Oh mein Gott. Herzen? Ja. Nee, ich glaube, davon brauchen wir nichts. Weg mit dir. Hilfe! Hilfe! Ich kriege hier gar nichts mehr. Full Fokus. Hoi. Gott. Hoi. Ich bin richtig angespannt. Komm schon. Wo sind meine Secret Rooms? Oh, die Blue Map brauche ich ja nicht mehr, ne? Ich finde die schon so. Gut, theoretisch werden wir das auch, weil wir haben genug Bomben, um jede einzelne Möglichkeit hier auf dem Floor zu testen. Ein Sacrifice Room. Heilig. Aber haben wir genug Möglichkeiten, uns zu heilen, ist die Frage. Aktuell ja eher nicht. Egal, dann sammeln wir mal ein paar rote Herzen noch. Wir müssen weg, weil die nerven. Gappi? Haha. Herddown, oh mein Gott, das ist tatsächlich gut. Das sind zwei Herddown-Pills. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Okay. Hi. Secret. Wir brauchen rote Herzen jetzt, aber Razzo Fazzo, mach das. Ranzel Franz. Infested, ja mein Gott. Wo sind die Secret Rooms? Ja. Ha. Stress. Ich krieg hier nichts getötet, ey. Ich bin sauschwach. Gott. Hä, ist eine Arschlochkitze. Kein Bock drauf. Ja. Ja. Hier vielleicht Soul Hearts. Hier quasi. Oh boy.
Ich habe nämlich eben die Heartdown-Pille genommen, weil ich dachte, wenn wir den Self-Sacrifice-Room spielen, dann kann es ja sein, dass manchmal diese Soul-Hearts auch kommen. Und dann haben wir halt wieder, naja, die können wir halt benutzen. Hätten wir alles voll mit HP, hätten wir sie eben nicht benutzen können. Und das wäre doch... Oh, nö, nö, nö. Oh, da habt ihr wirklich... Bam. Ja, es sieht nicht so aus, als könnten wir den schön spielen, den Self-Sacrifice-Room, ne? Wir würden schon ordentlich HP verlieren. Ah. Okay, okay, nevermind. Jetzt ist genau das in Kraft getreten, aber das ist ein ganz schöner Weg. Naja, egal. Was muss, das muss. Die steht so im Weg hier. Ich werde da irgendwann gegenfliegen. So. Toin. Out nochmal. Ich glaube, ich mache nochmal Health Down und dann, nehme ich einfach gleich zwei mit. Ja, so machen wir das. So, 69 Euro haben wir jetzt auch. Jetzt läuft der Laden hier, ich sag's euch. Jetzt wird's wild. Boom. Boom. Ah. Hahaha. Ja, so gut, wirklich, unglaublich. Ha. So, jetzt muss aber auch mal was kommen hier, wirklich. Bitte. Teleport mich dahin jetzt. Mutter. Gib mir wenigstens eins. Oh, wirklich. Das ist, wie viel Pech kann man denn haben? Wie viel Pech kann man denn eigentlich haben in einem einzigen Run? Die wollten uns nichts gönnen. Was fehlt überhaupt? Der Super Secret Room fehlt noch, ne? Kann er sein. Stimmt, am Arsch der Welt da unten irgendwo. Kein Bock drauf. Nee, nee, nee. Wir gehen jetzt Isaac wegmachen. Da lang. Vielleicht kommt da noch Items raus. Bitte? Na gut, dann eben nicht. Da, 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 da. Hype Mind wäre halt schon echt heftig gewesen, ne? Mit der Fliege. Oh, gar nicht gesehen. Wir heilen uns halt gleich wieder, wenn wir in Chest ankommen. Hier mal. Aber geht, geht klar. Ey. Einfach nur voll popeln und dann passt das. Aber Megasatan ist halt jetzt so eine Sache, ne? Fühle ich ehrlich gesagt nicht. So, RIP. Dann gehen wir mal in die Chest, ne? Und gucken, was jetzt abgeht. Wir haben jetzt 8 Items. Also, 4 können wir uns davon aussuchen, aber aus 8 können wir... Naja, ihr wisst, ach komm, ganz ehrlich. Schmutz, Schmutz. Oh, nicht Schmutz. Gut, gut, gut. Gut, das ist gut. Ich gebe dafür auf. Ich habe halt 0 Luck, ne? Das ist das Ding. Es ist halt auch nur Schmutz. Also, es ist wirklich nur die Ghost Pepper hier, die geil ist. Aber... 8% Chance und 50% Chance bei 10 Luck. Also es ist halt echt nix mäßig, ne? Aber was gebe ich dafür auf? Weil das sind alles meine Fire Rate Dinger, ne? Fire Rate, das, weil die Fire Rate ist das Einzige, was mich momentan am Leben hält. Deswegen würde ich ungern Fire Rate weggeben. Ich glaube, ich gebe einfach tatsächlich die, die Stopwatch weg. Und gucke mal, was jetzt noch passiert. Was ist das denn? Boah, was ein Arschlochraum. Alright. Alright, einen Raum geschafft. Und noch eine Runde. Whoop. Gut, gut, gut. Ja, das geht klar. Das geht klar. Durch die hohe Fire Rate haben wir nämlich auch eine höhere Chance, die Feuer zu spucken.
Deswegen, ja, ist schon wichtig. Das ist halt so stark, wirklich. Ghost Pepper, crazy. Geh in deine Ecke. Gib mir das. Oh mein Gott. Oh. Oh nee. Sind doch alle so tanky. Ein Hoch auf die Bomben, wirklich. Oh mein Gott, sind die alle schnell. Nehmt das. Nice, nice, nice. Okay, soweit so gut, soweit so gut. Ja, wirklich, also Ghost Pepper, das brezelt richtig rein. Das ist ein Carry-Item aktuell. Mehr davon. Oh, 50% Chance, stellt euch mal vor, wie crazy das wäre. Jeder zweite Schuss und Blue Fire. Oh. Ja. Ah, damn it. Weil damit hätten wir dann auch übelst gute Chancen gegen Mega-Satan, wenn einfach, weil wir schießen dann ja seine Projektile alle weg. Wir verbrennen sie quasi. Alright, ich nehme es einfach wieder, was soll's. Da-da-da. Wo sind meine Items? Ich habe Guppy's Tail. Aua. Meine geilen Items bitte. Ist unglaublich. Ei. Wir brauchen halt auch schon so lange für diese Sins hier, ne? Das ist der Wahnsinn. Und wir müssen bei... Ja, endlich mal hier ein Item. So. Na gut, dann holen wir uns wenigstens Bookworm, ne? Yay. Gut. Immerhin etwas. Ja, ja, ja. Oh. Nice. Und? Ja. Na endlich, kommt hier mal was Schönes reingezittert. Ein Bellybutton. Ist das nice. Was gebe ich denn für ihn her, ey? Was gebe ich her für den blöden Bellybutton? Ich glaube Stigmata. Ich glaube... Warte mal, Stigmata ist das stärkeres... So, Blood of the Mario ist ein Damage und Stigmata 0,3. Ja, Stigmata, weg damit, ey. Oh, schön den Belly-Button. Oh nein, ich habe aus Versehen Dr. Fetus genommen. Gut. Oh, ist das schön. Okay, jetzt geht's hier nämlich ab, ey. Jetzt wird's wild. Jetzt haben wir Damage im Haus. Wie man sieht, es ist Damage im Haus. Und jetzt noch den Remote Detonator, ey. Und dann ist doch alles klar. Wer kommt? Pin? Oder Frail? Frail, ne? Bam, 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 bam. Yo! Nimmst du das bitte? Oh, der kleine Top-Hat, den ich da anhabe, ey. Richtig cute auch. Ich glaube immer noch, dass es mit Megasatan schwierig wird. Aber es geht. Komm, komm, komm. Secret Item. Naja. Big. Ja. Wir haben jetzt halt ein bisschen weniger Fire Rate, demnach kommen die Feuer auch seltener. Aber dafür schießen wir Bomben. Ne? Gut. So, Super Secret Room, right here. Right here? Right there. Oh, wir haben ihn schon gefunden. Dann halt noch den normalen Secret Room, bitte. Und noch ein paar Items. Items wären wirklich geil. Oh! Das ist doch der größte Schmutz. Die allergrößte Frechheit. Komm, drop mir ein Item. Drop es mir. Ah! Oh!
Oh nee, nicht der noch. Hilfe! Na, er denkt, ne? Aber ich kenne doch seine Moves. Weißt du, wie er immer von hinten kommt. Weg, Sau. Wupp. Ja. Oh, Shitburn, Alter. Nee, komm. Lass mich. Ja, klasse. Dann ab zu Blue Baby. Das ist ja der längste Run in der Geschichte. 1:15 schon. Mutter. Naja. Dann wird das Editing halt noch ein bisschen länger dauern. Die Folge kommt noch etwas später, als sie eh schon kommt. Aber so ist es dann. Und hoffentlich morgen mit dem Update legen wir dann richtig los mit unserer neuen Motto-Woche. Das wird geil. Catch me if you can. Eine Woche Tainted Jacob, ey. Oh, wirklich. So wunderschön. Gut, wir haben das Checkmark. Dann gehen wir jetzt zu Megasat. Und wenn wir sterben, sterben wir halt. Ne, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das, was wir schaffen wollten. Mindestens wollten. Und jetzt holen wir uns noch Megasat. So ist es nämlich. Warte mal, die Black Candle kann ich doch mal austauschen. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen mehr Damage mit wenigstens. Oder? Ja, ne? Das ist doch vernünftig. Wo ist er denn überhaupt? Der Stan. Da. Ja. Oh mein Gott, Glitterbombs, ne? Und hier auch noch. Okay. Dann sind wir jetzt crazy. Dann sind wir... Weil ich R2 gedrückt habe und der Controller so scheiße ist, ist er nach oben gegangen. Guck mal. Ist das ein Schmutz, wirklich. Oh. Aber gut, ich wollte es eh. Ich wollte nur gucken, was ich dafür tausche. Ja, was tausche ich nur dagegen? Ja, Capistel, da brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, und dann haben wir nämlich Megabombs. Bam. Und dann noch schön die Glitterbombs dazu. Und dafür nehmen wir... Komm, wir nehmen... Mach Scheiß auf 9 Lives, ey, ganz ehrlich. Weil wenn wir sterben, mit einem Leben werden wir es eh nicht schaffen. Und jetzt glittern wir richtig ab hier. So, guter Bild. Attacke. Oh Mann, ey. Dr. Fietes Megabombs und Glitterbombs. Das wird spaßig. Oh ja, das haut schon eher rein. Und durch die Glitterbombs kriegen wir vielleicht noch den ein oder anderen... Das ein oder andere... Herzchen, was ist hier los? Holy shit. Ich kann heute überhaupt nicht dodgen. Oh Gott. Seit wann greift er währenddessen an? Du mieses Schwein. Gib mir ein paar rote Herzen hier. Nein. Ja, größere Explosion ist halt auch gefährlich, ne? Aber da droppen die roten Herzen. Alles herrlich. Oh, nein. Ha. Ja, Solar kann ich leider nicht nehmen. Ich habe zu viel HP. Du mieses Schweinchen. Komm her. Achtung! Ey, das läuft doch gut, ey, wirklich. Die Megabombs, die sorgen dafür, dass ich halt einen höheren Damage-Multiplikator habe pro Explosion, ne? Soweit ich weiß. Das ist ja so genial. Das ist ja das Beste, was hätte passieren können, tatsächlich. Ohohoho, ja! Okay, wer hätte damit gerechnet? Ganz ehrlich, ich nicht. Oh! Noch sind wir nicht raus hier. Komm, wir müssen kleiner werden, das ist das Ding. Wir sind zu groß, das ist unser Hauptproblem. Und da ist er, Repikowski. So, Phase 2. Das war ja noch... Also Phase 1 war einfacher, als ich dachte. So. Jo, danke. Ah, Tour of Hearts, guck mal, wie geil.
Jetzt können wir uns einfach hart hochheilen, wenn wir halb tot sind. Ja, komm. Das ist ja gar keine Herausforderung mehr hier. Gib mir das. Geil. Geil, geil, ey. Ich bin so klein, die Dinger gehen einfach über mich rüber. Nice. GG. Oh. So gut war es jetzt auch nicht, ne? Also war schon ziemlich beschissen eigentlich. Aber egal. Wir haben es geschafft. Mega-Chest has appeared in the basement. Geil. Das heißt, bei Tainted Isaac haben wir jetzt den oberen Part auch geschafft. Also, ja. Morgen geht es dann weiter mit diesem wunderschönen Mann. Und dann wird es geil. Ja, schade, dass das Update halt so spät jetzt doch kommt, weil... Naja, sorgt jetzt dafür, dass meine Folge heute wahrscheinlich erst super spät halt kommt, ne? Aber egal. Ich werde sie trotzdem hochladen heute, wann auch immer das sein wird. Und morgen sehen wir uns dann pünktlichst wieder mit Catch Me If You Can. 7 Tage, alle Checkmarks, Tainted Jacob. Das wird spaßig. Ich wünsche euch das allerbeste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht das Beste draußen. Stay cozy. Bye, bye.